Liebe P6TV-Zuschauer, bei uns ist René Schäfer, du bist Teamchef vom Speedway Deutschland, oder wie ist das? Richtig, von der Nationalmannschaft. Ja. Okay, was ist deine Aufgabe als Teamchef? Ja, ich kümmere mich um die komplette Betreuung der Mannschaft, der Fahrer. Ich bin für Team-Nominationen zuständig und so. Ja, macht schon Spaß und wir sind jetzt ja am Wochenende hier am Sonntag in Herxheim und gegen die Tschechen, da schauen wir mal, was geht. Okay, wie wird man Teamchef? Bist du gewählt worden oder warst du selbst Fahrer oder wie geht es vor sich? Ja, ich bin viele Jahre selbst als Halbprofi gefahren, neben der Arbeit. Waren auch damals mit der Nationalmannschaft beim Speedway World Team Cup sehr erfolgreich und dann hat mich der Deutsche Motorsportbund gefragt, ob ich die Nationalmannschaft betreuen möchte und seitdem mache ich das. Du bist ja noch sehr jung, ne? Eigentlich der jüngste Teamchef. Ja, der jüngste in Deutschland, der Nationalmannschaft betreut. Wie alt bist du? 20 Jahre. Ja, sieht man dir ja auch an, ne? So jung. Okay, du musst auch dafür sorgen, dass die Fahrer immer genug Groupies im Fahrerlager haben. Die Boxenluder, ist das so? Das gehört manchmal beim Motorsport dazu, das ist auch ganz gut so, denke ich. Da macht das Motorradfahren doppelt so viel Spaß. Richtig, gerade mit ein paar schicken Startgirls, das ist schon ganz gut. Und Herxheim hat eine gute Bahn? Ja, auf alle Fälle und der Verein arbeitet gut mit uns zusammen. Wir hoffen, dass da was los ist. Okay, dann wünschen wir dir noch viel Erfolg und deine Grüße jetzt noch hier im P6TV. Wen möchtest du grüßen? Ja, ich möchte erstmal meine ganzen Jungs grüßen und vor allen Dingen die Zuschauer, die uns hoffentlich am Sonntag beim Länderkampf ordentlich anfeuern werden. Schauen wir mal, was kommt. Okay, das war's schon von der Grüße. Okay, danke. Dann viel Erfolg. Tschüss. Danke.